Hallo, heute will ich euch mal eine Vorrichtung zeigen, mit der man Reifen schneiden kann. Das kann man quasi sich einstellen, was für eine Breite das man haben will. Und da habe ich schon ein paar so Streifen geschnitten. Das sieht man jetzt hier. Und ich verwende diesen Streifenschneider meistens dazu, damit ich mir solche Leisten schneide, wenn ich irgendwas zum Lackieren habe, als Unterlage, damit es nicht auf dem Karton aufliegt. Und dafür schneide ich mir dann immer wieder so einen Pack mit verschiedenen Streifen. Da sind jetzt auch dünnere dabei, das sind dann so 3-4 mm. Und stärkere, die sind dann 5-6 mm. Und dafür ist es recht praktisch, wenn man sich so einen Streifenschneider baut. Den kann ich jetzt mal kurz aus der Führung rausholen. Der ist quasi in diese Nut geführt. Und das ist jetzt die Vorrichtung zum Streifenschneiden. Das Ganze besteht im Endeffekt aus einem Halter und einem Auslegearm. Und diesen Auslegearm kann man verstellen. Und hier in der Mitte befindet sich dann die Klemmschraube, die diese zwei Holzstücke zusammenpresst. Und dadurch wird dieser Auslegearm dann geklemmt. Vorne am Auslegearm habe ich dann ein Loch reingebohrt und eine M8er Schraube mit einem Kugellager verbaut. Und die Schraube ist eine M8er Schraube im Bus. Und das Ganze ist mit einer Stoppmutter versehen, damit sich das durch Vibrationen nicht lösen kann. Und jetzt zum Kugellager. Und das Kugellager hat eine Bezeichnung, das kann ich jetzt mal kurz zeigen. S608Z. Und so Kugellager ist relativ günstig, da kriegt man schon zwei Kugellager für 3 Euro. Und die Klemmung, das ist auch eine Schraube, wo ich da verwendet habe, eine Imbusschraube. Und das ist eine M6 Imbusschraube, M6 mal 60. Also beide Schrauben haben eine Länge von 60 mm. Und für die vordere braucht man eben eine M8er Imbusschraube. Und das Ganze habe ich mir dann so mit Unterlegscheiben aus dem Hintergrund, dass ich ungefähr mit dem Kugellager in die Mitte komme von dem Holz. Da das wahrscheinlich immer das meiste ist, was ich so in Streifen schneide, hat so 18, 19, 20 mm. Und dann wollte ich das Kugellager ungefähr da in der Mitte haben. Und vorne habe ich das ein wenig so ausgespart, damit ich da oben ein wenig mehr Material habe. Weil so hohe Stücke schneide ich dann nicht. Das wären jetzt dann glaube ich schon 25, wo das da nach oben, nach vorne geht. Und jetzt auf der linken Seite am Ausleger habe ich mir eine Skala draufgeschrieben. Die geht von 0 bis 35 mm. Und weiter brauche ich es eigentlich auch nicht, weil da kann ich dann wirklich auch zum Sägen den Parallelanschlag dann wieder sicher verwenden. Das meiste, was ich da vielleicht schneiden würde, wäre wahrscheinlich von 15 mm bis 3-4 mm. Und auf der Unterseite ist dann die Leiste für die Führungsnut. Und die habe ich dann so in der T-Nut-Form gemacht. Man kann sich das aber auch einfacher machen und man nimmt nur die obere Weite von oben bis unten und dann braucht man sich das nicht anfertigen in so einem T-Profil. Der einzige Vorteil, was jetzt dieses T-Profil hat, dass wenn man jetzt das reinschiebt in die Tischkreissäge, dass er nicht nach oben weg kann, die Vorrichtung. Und jetzt kann ich mal kurz die Vorrichtung nach vorne schieben zum Sägeblatt. Und da habe ich ja jetzt diese Markierung. Und zu der Skala ist noch zu erwähnen, das habe ich so ausgelegt, dass ich jetzt quasi hier 0 habe, oben. Und wenn ich 0 habe, dann ist der linke Zahn, liegt dann am Kugellager an. Dann weiß ich, dass ich jetzt, dass die Skala, dass es passt und dass ich quasi jetzt 0 hätte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 5 mm einstellen will, dann verschiebe ich den Anschlag nach links. Das wären jetzt 5 mm und dann ergeben sich somit, wenn ich jetzt schneiden würde, diese 5 mm Streifen. Das könnte ich jetzt mal machen. Und zum Klemmen habe ich hier diese 5er Imbusschraube und dann nehme ich den 5er Imbusschlüssel und auf der Rückseite habe ich eine M6er Mutter und die werde ich dann jetzt hier mit dem 10er Schlüssel kontern. Das mache ich jetzt mal kurz. Okay, das habe ich jetzt gekontert. Was ich jetzt vorhin noch vergessen habe, was auf jeden Fall auch extrem wichtig ist, wenn man sich das da einstellt, dass auf jeden Fall der Stecker gezogen ist von der Tischkreissäge, dass die Tischkreissäge stromlos ist. Was zum Einstellen noch zu beachten ist, wenn man das dann alles kontrolliert hat mit dem Sägeblatt, muss man diese Vorrichtung wieder nach vorne ziehen, damit das Kugellager oder Anlauflager nicht auf derselben Höhe wie das Sägeblatt ist. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Da habe ich mir extra so einen grünen Strich hingemacht, damit quasi das Kugellager ein bisschen vor dem Sägeblatt ist, da es nicht in der Nähe vom Sägeblatt sein darf, da das
passieren kann sich, dass sich das Holz dann quasi einklemmt zwischen dem Kugellager und dem Führungsanschlag. Und deshalb sollte das schon ein paar Zentimeter vor dem Sägeblatt sein. Und dann kann ich den wieder befestigen. So, jetzt habe ich die Vorrichtung nach vorne versetzt. Jetzt zeige ich das nochmal von der Seite und von oben. Und dann kann ich quasi meine Tischkreissäge anstecken. Und dann werde ich jetzt mal einen Probeschnitt machen. Ich habe jetzt hier ein Stückchen Leimholzplatte und da will ich mir jetzt diese 5 mm Streifen runterschneiden. Und um das zu machen, habe ich jetzt hier den Parallelanschlag und dann muss ich das so lange verschieben, den Parallelanschlag, bis das Kugellager, wenn man jetzt das Holz am Parallelanschlag entlang führt, sich leicht drehen lässt. Also es soll sich nicht dazwischen reinklemmen, dass man irgendeinen Widerstand führt, sondern wirklich so lange den Parallelanschlag heranführen, bis das Kugellager sich leicht dreht oder bis es beginnt sich zu drehen. Und wenn man das dann hat, dann kann man sich den Parallelanschlag klemmen, nochmal kontrollieren. Und wenn es dann zu fest war, dann kann man wieder noch ein Stückchen nachlassen. Und wenn es dann passt, dann kann man jetzt hier mal den ersten Schnitt ausführen. So, dann mache ich nochmal einen Schnitt, um zu schauen, wie die Wiederholgenauigkeit ist, ob ich da ungefähr auf dasselbe Maß komme wie bei dem zuvor geschnittenen Streifen. Okay, jetzt habe ich mir das eingestellt, jetzt mache ich nochmal einen Probeschnitt. So, da hat man jetzt gesehen, wie der Holzstreifen leicht nach vorne gewandert ist. Das, was ich vorhin gemeint habe mit diesem Auslegearm, dass der wirklich vorm Sägeblatt sein muss. Weil das Problem ist nämlich das, die Kickback-Gefahr nicht nur zwischen diesem Parallelanschlag und dem Sägeblatt sein kann, sondern eben auch anhand von dieser Vorrichtung, dass sich das klemmen kann. So, und jetzt nochmal zurück zu diesem Holzstreifen. Ich habe ja jetzt nichts verändert. Jetzt müsste ich eigentlich ungefähr dasselbe Maß haben, wie ich es beim vorherigen Streifen gehabt habe. Jetzt messe ich mal vorne. Vorne habe ich jetzt ein Maß von ein bisschen weniger als 5,1. Dann in der Mitte habe ich ein Maß von 5,15 und am hinteren Ende, da habe ich jetzt ein Maß von 5,1. Das heißt, das ist jetzt ungefähr ein oder zwei Zehntel weniger im Vergleich zum vorherigen Streifen. Das war ja der erste Streifen, den ich da runtergeschnitten habe, der war ja dann zu viel. Der hatte ja dann 5,6, hatte der, glaube ich. Also man kann sich da schon annähern an das Maß. Und je nachdem, wie gut dann auch der Parallelanschlag ist, kann man da schon auf ein paar Zehntel genau das mit so einer Vorrichtung sich die Streifen einstellen in der gewünschten Breite. Ich finde auf jeden Fall, dass das was Nützliches ist. Gibt schon, ich habe auch ein paar Vorrichtungen, die ich mir gebaut habe, aber eigentlich relativ selten verwende. Aber so ein Streifenschneider, das ist schon was Praktisches und vor allem ist es auch sicherer, da man nicht den Parallelanschlag so extrem nahe an das Sägeblatt fährt, da man auch das Holz dann schwieriger durchschieben kann und man ja eh eigentlich einen Schiebestock verwenden soll. Aber der Schiebestock ist dann, wenn man solche dünne Streifen schneidet, von der Stärke ist der ja eh schon fast einen Zentimeter dick. Das heißt, da kann man dann auch mit dem Schiebestock nochmal arbeiten und dann wird es halt gefährlich. Und deshalb ist diese Vorrichtung, wenn man eben das beachtet mit dem, dass das Kugellager vor dem Kreissägeblatt ist, ist das eine sichere Alternative, um sich solche dünnen Holzleisten zu schneiden. Das wäre es jetzt soweit mit diesem Reifenschneider.